Willkommen bei Video Wissen. Alle, die auf Urknall, Weltall und das Leben den Vortrag Das Webb-Weltraumteleskop, eine neue Generation der Einsicht von Dr. Kai Nöske von der ESA angehört haben, kommt jetzt hier die Fragerunde. Viel Spaß dabei. Die Frage war, es gab ein oder mehrere sogenannte Mikrometeoriteneinschläge. Das sind feine Körperchen, Staubteilchen, größere Staubteilchen, die also auf Raumsonden einschlagen. Das kennt man. Und am Webb hatte man relativ früh einen größeren Einschlag. Einen größeren Einschlag heißt nicht, dass ein Spiegel kaputt ging, aber durchaus, dass der leicht verstellt wurde, dass die optische Fläche leicht an einer kleinen Stelle leicht beeinträchtigt wurde. Das Teleskop ist gestartet und hat eine optische Performance gehabt, die deutlich besser war als die spezifizierte, deutlich besser als die technischen Anforderungen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, nicht in genauen Zahlen, wie sehr sich verschiedene einzelne optische Parameter verändert haben. Aber man kann dadurch, dass die Spiegel alle einzeln gelagert sind, mit diesen Aktuatoren, die im Nanometerbereich arbeiten, konnte man die Veränderungen im optischen System sehr gut ausgleichen. Das Teleskop ist nach wie vor in einem Leistungsbereich, wo es besser als die spezifizierten Leistungen arbeitet. Im Augenblick geht man davon aus, dass das jetzt ein Einzelfall war. Es wird im Laufe der Lebenszeit, wenn es wirklich 20 Jahre lebt, noch mehrmals vorkommen, dass sowas passiert. Auch die Detektoren, die Optik werden durch diese harsche Umgebung da draußen, durch die starke kosmische Strahlung Schaden nehmen. Das bleibt nicht aus. Aber man wird es jetzt weiter beobachten und wird schauen, ob in diesem Bereich, in diesem Orbit, also entsprechend häufiger solche Mikrometeoriten einschlagen oder nicht. Man kennt das, wie gesagt, von anderen lang betriebenen Satelliten. Ah, das analysiert. Man hat auch als man vom Hubble-Teleskop, das man ja viele Male mit dem Shuttle besucht hat, die alten Solarpaneele abgenommen und zurückgebracht hat, hat man die untersuchen können auf der Erde und hat schauen können, wie häufig passieren solche Einschläge. Man hat nicht so früh in der Karriere des Webb so einen Einschlag erwartet. Er ist halt passiert. Man hat sich zunächst mal Sorgen gemacht, aber der hat jetzt keinen Schaden angerichtet, der die Leistungsfähigkeit des Teleskops in irgendeiner besorgniserregenden Weise beeinträchtigt hätte. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob es eine Gewichtsfrage war, ob das, welche genauen Materialeigenschaften nun dazu beigetragen haben, dass man sich ausgerechnet für Beryllium und nicht für die Keramik entschieden hat. Beryllium ist leicht, das ist klar. Es ist als Metall, wie gesagt, sehr schwer zu bearbeiten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum man diese Entscheidung so getroffen hat. Die Frage war, warum baut man weiterhin sehr große Teleskope auf der Erde? Man muss sagen, dass zum Beispiel das Very Large Telescope in der Atacama-Wüste, das jetzt im Bau befindliche Extremely Large Telescope mit einem 39 Meter durchmessen segmentierten Spiegel, die sind auch teuer, die sind auch aufwendig. Sie haben andere Fähigkeiten. Die haben zum Beispiel sehr große lichtsammelnde Flächen. Und für Projekte, wo man nicht diese extreme Auflösung über große Flächen braucht, die also Weltraumteleskope bieten, oder wo man eben in einem eher sichtbaren Lichtbereich arbeitet oder wo man damit leben kann, dass man nur einen kleinen Teil des Infrarotlichtes bekommt, da sind erdgebundene Teleskope zum Teil einfach überlegen. Ja, die können zum Teil ein 40 Meter Teleskop auf der Erde, kann in bestimmten Wellenlängenbereichen mehr Licht sammeln als ein Weltraumteleskop. Man kann auch, wenn man sich mal anguckt, was da für Instrumente dranhängen. Ja? Das sind Instrumente, die sind groß wie Garagen zum Teil. Sowas kann man unmöglich derzeit in den Weltraum bringen. Und damit kann man also auch verschiedene Untersuchungen machen. Das Tolle ist, wenn was kaputt geht, wenn man auch ein neues Instrument haben will, muss man nicht in den Weltraum fliegen. Man kann das alles auf der Erde regeln. Also flexibel. Es gibt viele verschiedene Vorteile von erdgebundenen Teleskopen und Weltraumteleskopen. Für viele Anwendungen braucht man das Weltraumteleskop nicht. Und tatsächlich arbeiten Erd- und Weltraumteleskope sehr eng zusammen, produzieren große Datenbasen, inzwischen machen Big Data Astronomie und man wertet diese Daten dann gemeinsam aus. Das habe ich vor ganz kurzem erst gelernt. Das Hubble braucht außer dem Strom aus seinen Sonnenpanelen keinen Treibstoff. Nur ist es so, also ich muss ein bisschen ausholen, so ein Satellit wird praktisch geneigt oder ausgerichtet durch Schwungräder.
Und das heißt, man dreht ein Schwungrad in eine Richtung, ein bisschen schneller beschleunigt es, das Satellit dreht sich in die andere Richtung. Man kann den Satelliten auch durch Steuerdüsen ausrichten. Das sind entweder sind das Kaltgasdüsen, die einfach nur Druckgas ausstoßen, oder eben Brenndüsen, die mit Hydrazin arbeiten. So. Für die Feinausrichtung nimmt man die Schwungräder. Irgendwann ist es aber mal so, dass das Schwungrad sich in eine Richtung sehr schnell dreht und da muss man praktisch den Satelliten entweder andersrum drehen und dann dreht er sich aber auch wieder rum. Aber letztendlich, was man in der Regel macht, man macht dann einen kleinen Steuerdüsenstoß und bremst das Schwungrad ab. Schwungrad gebremst und der entsprechende Drall auf das Teleskop wird durch Steuerdüsen abgefangen. Das nennt man Offloading, Entladen der Schwungräder. Dafür braucht man also Treibstoff. In diesem Lagrange-Point 2-Orbit, der ist ein instabiler Orbit, braucht man auch immer ein bisschen Orbit-Korrektur-Treibstoff, nennt sich Station-Keeping. Also das ist das, wo man typischerweise seinen Treibstoff für verbraucht, das Pointing und Orbit-Korrektur. Das Hubble-Teleskop ist im niedrigen Erdorbit und da gibt es ein Magnetfeld. Und wenn man sich das Teleskop genau anguckt, das hat draußen solche Stäbe dran. Ich dachte lange Zeit ganz naiv, das seien die Griffe für die Astronauten zum Festhalten. Nein, das sind Elektromagnete. Und mit diesen Elektromagneten hält sich oder krallt sich das Hubble praktisch im Erdmagnetfeld fest. Und was man sonst mit den Steuerdüsen machen müsste, nämlich die Schwungräder entladen und kleine Korrekturen ausführen, kann das Hubble damit mit diesen Stäben machen. Was die Stäbe nicht können, ist das Teleskop beschleunigen. Und weil das im niedrigen Erdorbit immer noch ein kleines bisschen Atmosphäre fühlt, wird es immer mehr in Höhe verlieren. Und irgendwann, muss ich genau gucken, Mitte 2030 oder jedenfalls, würde es irgendwann dann abstürzen. Wie übrigens auch die ISS, die noch niedriger fliegt. Deswegen braucht die ISS, die Internationale Raumstation, immer mal so einen kleinen Reboost, das macht das russische Schwestermodul, um die wieder auf höhere Umlaufbahnen zu bringen. Für das Hubble würde man das irgendwann auch brauchen, wenn man das dann noch mal länger am Leben erhalten würde, wollen würde. Übrigens, kurze Misskonzeption. Es hieß immer, das Webb ist der Nachfolger vom Hubble. Ist es aber gar nicht. Das Hubble ist ein ganz anderes Teleskop, haben wir gesehen. Das hat einen anderen Wellenlängenbereich, hat auch andere Fähigkeiten. Die beiden arbeiten also zusammen, die überlappen. Und wenn uns das Hubble irgendwann verloren geht, verlieren wir einen wichtigen Teil des UV-Bereiches. Mit dem Augenblick keine Nachfolgemission. Also die zweite Frage mal zuerst. Macht das Webb nur im Infraroten oder auch im sichtbaren Beobachtung? Es kann nahes Infrarot und es kann mittleres Infrarot. Es kann ein kleines bisschen sichtbares Licht, aber man kann in guter Näherung sagen, das Webb ist ein Infrarot-Teleskop. Die Frage war, welche anderen Informationen kriegen wir vom Jupiter zum Beispiel, wenn wir im Infraroten statt im sichtbaren Licht gucken? Ich bin nun kein Sonnensystemwissenschaftler, ich bin einer, der im entfernten Universum gearbeitet hat, an den weit entfernten Galaxien. Aber wir gucken uns andere Stoffe an, wir gucken uns andere Gase an, wir gucken uns auch andere Atmosphärenschichten an, wo also, sagen wir mal, andere Gase, andere Molekülspezies gesondert vorkommen. Wir haben gesehen, wir sehen ganz andere, diese Wolkenformationen sahen plötzlich ganz anders aus. Wir gucken uns ganz andere Atmosphärenbestandteile an, die sich anders verhalten. Wir können zum Beispiel Wasserdampf oder kondensierende Gase sehen in einem Wellenlängenbereich und können ganz andere Gase sehen, die was ganz anderes machen auf anderen Atmosphärenhöhen im anderen Bereich. Also wir können andere chemische Bestandteile sehen, wir können Bestandteile der Atmosphäre mit anderen Temperaturen sehen und können daraus ein viel detaillierteres Bild bekommen. Das ist so, wie man in unserer Atmosphäre, Sie sehen zum Beispiel den Wasserdampf nur mit bloßem Auge, nur wenn er kondensiert ist. Sie müssen mit anderen Methoden gucken, wenn Sie Wasser sehen wollen, das also in Wasserdampfform zum Beispiel vorliegt. Die Frage war, man hat jetzt im frühen Universum Galaxien gefunden, die schon größer sind oder weiterentwickelt sind, als das nach den gängigen Modellen, nach den gängigen Vorstellungen der Strukturbildung und der Galaxienbildung der Fall ist. Ob das der augenblicklichen Urknalltheorie widerspricht. Also, wir haben zunächst mal zur Urknalltheorie. Also, genau. Es wird natürlich gerne in der Presse, selbst in populär oder wissenschaftlichen Artikeln, ganz gerne ein bisschen gehypt. Da sind auch zum Teil die Kolleginnen und Kollegen aus der Kosmologie, und das war ja auch so ein bisschen. Die Beobachterkosmologie oder weit entferntes Universum war ja auch so ein bisschen mein Feld.
Und da kenne ich also ein bisschen die Persönlichkeiten, die beteiligt sind. Da wird auch ganz gerne mal ein bisschen was gehypt. Ja, also man hat, wir haben ja gezeigt, dieses Modell der Strukturbildung in der dunklen Materie. Und da, also dass das Universum mal sehr dünn und heiß war und dass es sich am Anfang sehr schnell ausgedehnt haben muss, das ist aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund und so ersichtlich. Unter anderem, der ist ein besonders starkes Anzeichen dafür, aus der Entwicklung der großräumigen Struktur, also an der, sagen wir mal, Urknall, also an der Auffassung, dass das Universum mal sehr dicht und heiß war und dass sich da in den ersten winzigen Bruchteilen von Sekunden bestimmte Prozesse abgespielt haben. Daran ändert das nichts. Das ist sehr gut verstanden. Das passt insgesamt in dieses gesamte Gebäude sehr, sehr gut zusammen. Was man jetzt als Problem hat, ist, dass bisher die Simulationen der Bildung von Galaxien, also zum einen die Simulation dieser Verklumpung der dunklen Materie, wie schnell bildet die Klumpen, wie sehen diese Klumpen aus? Und dann noch komplexer, wie viel dann die sichtbare Materie, das Gas da rein, wie schafft es das, sich abzukühlen, schnell heiß und dicht zu werden und dann Sterne zu bilden? Daran, da muss ich ganz klar sagen, ist ganz vieles noch nicht verstanden. Es ist unheimlich komplex, vor allem im frühen Universum. Wir wissen noch nicht genau, wie diese ersten Sterne, die praktisch nur Wasserstoff und Helium hatten, die gibt es nämlich heute nicht mehr, ausgesehen haben, wie die funktioniert haben. Es kann natürlich sein, da gibt es immer noch Diskussionen drüber, man weiß noch nicht genau, was dunkle Materie ist. Dass also dunkle Materie und vielleicht die Feinheiten der Strukturbildung ein bisschen anders waren. Dass vielleicht dieses Standardmodell der dunklen Materie, der sogenannten Cold Dark Matter, wo wir von schweren Partikeln ausgehen, doch nicht ganz stimmt. Vielleicht ist da was anders gewesen. Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten zu sagen, weil wir jetzt da einige Galaxien gesehen haben oder mehr früh entwickelte Galaxien, als wir erwartet haben. Das ist sicherlich was uns zu denken geben sollte. Aber es ist, und was auf jeden Fall durchaus auch an unserem Verständnis der Physik oder unsere Suche nach der Wahrheit in der dunklen Materie rütteln kann, aber es würde jetzt nicht unser Gesamtweltbild des Universums als Ganzes aus der Bahn werfen. Sehr interessant ist es auf jeden Fall und auch unerwartet.